What's up? Und herzlich willkommen zur Rap-Show. Das größte Battle im deutschen Rap steht so kurz bevor. Außerdem Infos zu Farid Bangs neuem Album und Antwort auf die Frage, ob er Sido dissen wird. Und zuletzt neue Entwicklungen im Karriereende-Fall von Play 69. Ich bin Mr. Rap, dranbleiben. Eieieiei, Leute, haltet euch fest. Jetzt wird's ungemütlich, denn wir wissen alle, der größte derzeit öffentlich laufende Beef in Deutschland findet statt zwischen Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk. Vor Ehrfurcht erzittere ich bereits bei diesen Namen und was dort auf uns zukommen könnte, denn die Entwicklungen überschlagen sich in den letzten Tagen. Erst vor kurzem hatte Farid Bang sich öffentlich zu Wort gemeldet und Dieter Bohlen angeboten, ihm einen Diss-Track zu schreiben gegen Thomas Gottschalk. Und nun tritt auf die andere Seite, auf Thomas Gottschalks Seite, ein weiterer Mann aufs Spielfeld. So meldete sich nämlich Echo Fresh in seiner Instagram-Story und sagte, es sei eine sehr schlechte Idee von Farid Bang, einen Text für Dieter Bohlen und gegen Thomas Gottschalk zu schreiben. Denn Thomas Gottschalk brauche keine Angst haben, wenn jetzt die bösen Buben Dieter Bohlen und Farid Bang kommen wollen und ihn angreifen wollen, dann komme Echo Fresh als alter Oldschooler und reite ihn daraus. Thomas Gottschalk, indem er ihm einen Text schreibe. Laut Echo Fresh habe MC Gottschalk ja sowieso schon alles, was es brauche, die Grundbasis, den Flow, den Funk. Und falls jetzt Farid und Dieter wirklich kommen wollten und Gottschalk angreifen wollen, dann würde der Ghostwriter Deutschlands, Echo Fresh, kommen und aus Thomas Gottschalk eine Battle-Maschine machen. Eieieiei. MC Gottschalk, der Godfather of Schalk, gegen die DJ Bohlen, Alter. Zu krass. Ich meine, Stellvertreterkriege haben im deutschen Rap ja sowieso eine lange Tradition. Wir alle erinnern uns noch an die groß-German-Dreamanischen Kriege gegen Optik Records von 1783. Dass es jetzt allerdings so kommt, so offensichtlich quasi gesagt wird, hier, Echo Fresh, Farid Bang, Thomas Gottschalk, Dieter Bohlen, dieses ganze Kuddelwamuddel, das gab es noch nicht. Meiner Meinung nach aber wird es zu 100% so kommen, dass diese Diss-Tracks geschrieben werden und dass es da wirklich abgeht. Bisher haben sich Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk noch nicht öffentlich bekannt, das wirklich machen zu wollen. Aber ich denke, das wird gerade ein bisschen undercover im Hintergrund aufgebaut. Da werden schon Texte geschrieben, da wird eingerappt, geprobt, Kostüme anprobiert, Rappernamen erfunden, natürlich auch Videos gedreht. Meine Fantasie läuft bereits amok. Dieter Bohlen wird auf jeden Fall, denke ich mal, hardcore auf die Mutter gehen, so mit Lines. Thomas Gottschalk hingegen wird vielleicht eher so den Aufzähler-Style bringen. Vielleicht wird irgendwer in einem Video beerdigt, entführt. Doubles, Doubles im Video wird es geben. Und vielleicht auch irgendwie aufgezeichnete Telefonate. Ich bin schon so aufgeregt. Das kribbelt. Naja, nebenbei gab es auch noch von Farid Bang ein paar wirklich geile Infos zum bald erscheinenden Album. So stellte sich Farid Bang nämlich in einer Instagram-Fragerunde allen Fragen seiner Fans und ließ da wirklich keine Frage mehr offen. Da blieb kein Haar mehr auf dem anderen. Beispielsweise konnten wir erfahren, dass auf Farid Bangs neuem Album die besten Features Deutschlands sein werden und der Boxinhalt, es werde Inhalte geben. Geil. Also in der Richtung schon mal keine Frage mehr offen. Was wir uns natürlich alle noch fragen ist, wen genau wird Farid jetzt dissen? Er hatte angekündigt, da werden richtig viele Leute gedisst und auch welche, von denen man es nicht erwartet und so weiter. Einen allerdings können wir jetzt offenbar von der Liste der möglichen Diss-Gegner von Farid Bang streichen und zwar Sido. Denn Farid Bang wurde gefragt, wird Sido gedisst und antwortete mit Nein. Also über ein mögliches Wiederaufflammen des Beefes zwischen Farid Bang und Sido brauchen wir nicht weiter zu spekulieren. Wo wir allerdings spekulieren können, ist darüber, was da eigentlich bei Play 69 los ist. Dieser brachte erst vor kurzem sein neues Album raus, was jetzt offenbar sein letztes Album gewesen sein soll, denn kurz danach haute er einen längeren Instagram-Statement-Post raus, wo er sagte, Babylon Sai werde sein letztes Album. Er habe schon seit 2019 keinen Bock mehr, keine Lust mehr auf Musik generell, zwar schon, das sei auch auf jeden Fall sein Ding, aber er sei einfach nicht gemacht für dieses Ganze drumherum. Es sei jetzt Zeit zu gehen, man solle aufhören, wenn es am schönsten sei. Und dann das Zitat, was ihn doch mir ein bisschen zum Spekulieren einlädt, denn Zitat, Fakt ist, ab heute gibt es kein Play 69 mehr.
Dann natürlich auch dementsprechend Instagram deaktiviert und so weiter. Also, ne, Rest in Peace, UFO, Welcome, Kaiser und so weiter. Jetzt allerdings, nachdem das ganze Ding 5 Tage her ist, plötzlich Play69 Instagram-Account halbwegs wieder aktiv. Man findet ihn zumindest, aber nicht unter dem Namen Play69, sondern unter dem Namen Bojan44, der echte Name von Play69. Also Bojan, nicht die 44. Bleibt abzuwarten, ob das ganze Ding auch so ein Rest-in-Peace-UFO-Ding ist. Ab jetzt gibt es kein UFO mehr. Ich komme back als Kaiser, heiße dann aber trotzdem noch UFO. Rest-in-Peace, Karriereende, vorbei. Rest-in-Peace, Karriereende. Und so weiter. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Deutsche Rapper und ihre Promo-Moves. Jedes Mal wieder wirklich entzückend. Ebenfalls entzückend ist es, dass es tatsächlich auch News gibt, abseits von Deutschrap, und die findet ihr hier. Beispielsweise Corona und so weiter, ne? Da gibt es ordentlich, also da, Mensch, da kriege ich aber einen auf den Deckel. Die Mainstreams auch. Das war's von mir. Abonnier und aktivier die Glocke. Tschüss.